Leute, ich habe euch doch schon mal von Five Nights at Freddy's Plus erzählt. Ist schon eine Weile her. Das offizielle FNAF Remake. Jetzt gibt es neue Videos, neue Bilder. Also gleich mal vorweg, es sieht hammergeil aus. Und wir schauen uns heute das Ganze mal an. Und wisst ihr, was auch geil ist? Mir ein Abo zu hinterlassen, mir mehr Videos wie dieses hier. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Video, Routine Check. Also wir haben 4 Videos. Ich habe, glaube ich, noch ein Video, das heißt Connection Error. Ist es schon ein bisschen älter? Keine Ahnung, ob wir es schon angeschaut haben. Müssen wir mal ein bisschen durchscrollen oder so. Aber ich würde sagen, Play. Bin mal gespannt, wie das ausschaut. Fazbear Entertainment. Routine Check. Dann check mal diese Routine. Wake up! Ja, ich bin wach. So wach, dass ich gleich 2 Monster getrunken habe. Alter. Die Modelle sehen richtig krass aus. Wow. Vor allem, schaut euch die Animationen an. Achso, das sind, ja. Die Bewegungen. Das sieht echt creepy aus. Vor allem, wie sie. Alter, wie sich die bewegen. Boah, ich freue mich schon, wenn es rauskommt. Die Leute begrüßen. Schaut euch das an. Also. Ich finde, der Freddy sieht viel schlimmer aus als der Original-Freddy. Aus dem Original-Five Nights at Freddy's. Boah, wenn er jetzt da die Augen noch hochgerollt hätte. Das wäre mega creepy, ey. Freundliches Lachen. Kennt Freddy ein freundliches Lachen? Das ist doch kein freundliches Lachen! Das ist verstört. Error? Oh, das ist mehr als creepy. Also wir haben jetzt den ersten Blick so auf die Animatronics, also Barney links und Freddy. Jetzt haben wir Quiet Hours. Ich glaube, so quiet werden diese Hours nie sein. Ich hoffe, das kommt dieses Jahr raus. Also ein Reimagining von Five Nights at Freddy's. Und ist ja offiziell approved von Scott. Ich finde, Bunny sieht hier auch viel schlimmer aus als im Original. Sehr, sehr viel schlimmer. Also die Animatronics bei FNAF Plus finde ich ja. Oh, hat sogar kurz Chica gesehen? Jesus! Chica sieht ja noch viel schlimmer. Dieser Blick. Also, da würde ich nicht gerne in der Nähe sein. Ich gib's mal ganz ehrlich zu. Vor allem, wenn die einen so anschauen. Die starren dir ja richtig in deine Seele rein. Chica sieht auch gruselig aus. Also, das sieht richtig, richtig nice aus. Oh ja. Und jetzt haben wir was, was wir leider in Help Wanted nie bekommen haben. Eine Stage Performance. Die war ja mal in Help Wanted drin. Anscheinend in der früheren Version dann irgendwann mal nicht mehr. Aber jetzt haben wir zumindest hier eine Stage Performance. Da hört man auch mal endlich mal die Stimmen von den Animatronics. Ich finde es mit dem Look halt so cool. Wie so eine. Wow, schaut's mal Cupcake an! Das ist so creepy. Das ist so creepy! Freddy kehrt gar nicht, der winkt nur. Macht Winke-Winke. Also ich muss sagen, von allen drei. Ich muss sagen, vom Heftigkeitsfaktor. Bonnie, Chica, Freddy. In der Reihenfolge. Die Animationen sind auch so, ich sag top-notch. Ich hab so das Gefühl, da kommt gleich ein Jumpscare. Also Stage-Performance ist echt verdammt... Warte. Da müssen wir nochmal kurz zurückspulen dann. Wir müssen nochmal schnell zurückspulen. Ist geil gemacht. Es ist sehr geil gemacht.
Kommt da noch was oder ist das nur Musik? Da kommt doch ein... Hm? Ah, ich dachte, da kommt was. Schade. Ja, seht gerade, der Cupcake hat einen Schnäuzer. Aber schaut es euch wirklich mal Chica an. Schaut es euch mal... also, wenn man es jetzt vergleicht, Original Chica aus Five Nights at Freddy's 1 und Chica aus Five Nights at Freddy's Plus. Das sieht viel grusiger aus. Also richtig, richtig grusig. Wenn man hier schaut... Da, Barney. Schaut euch Barney an! Also, ich muss sagen, ich feiere den Look tausendmal mehr. Ich fand, ich meine, der Original-Look, ja, der ist nicht schlecht. Aber das... Das, that takes the cake. Ach nee, es war nicht Puppet, das ist nur der Schatten von... Das hab ich grad gedacht. Aber was hat sich da geändert in der kurzen Szene? Was hat sich da bitte geändert? Was hat sich hier geändert? Also, okay. Ich habe gesagt, das wäre jetzt... Warte. Nee. Das waren halt nur Schreie. Ja, ich habe erst gesagt, da wäre Puppet. Nee, das ist es nicht Puppet. Nee, das ist nur der Schatten. Blöd. Aber keine Ahnung, was sich da geändert hat. Und jetzt haben wir das eigentlich letzte Video, weil ich nicht weiß, ob wir Connection Error schon angeschaut haben. Night Mode. Also, der Punkt, an dem wir dann wahrscheinlich in, als Security Guard dann spielen. Weil die marschieren dann durch die Location. Alter, die Animation. Richtig, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob da ein paar Easter Eggs oder ja, was heißt Easter Eggs, so ein paar kleine Sachen einbaut wurden in den Videos. Wenn, dann habe ich es nicht gesehen. Ja, das ist Foxy. Okay, das habe ich jetzt an der Augenklappe erkannt. Aber die Augenklappe ist ein bisschen klein. Da ist Freddy. Ist das jetzt so der Hunting-Mode, sozusagen? Weil irgendwas leuchtet da links. Exit. Oh, das ist gerade too much information! Alter, ist das viel... Oh, das war gerade ein ganz kurzer Moment von dem Jumpscare. Ein ganz kurzer Moment. Wollte gerade sagen, 30 Sekunden lang jetzt einfach nur noch schwarzes Bild. Warte mal, was, wo ist... Ist es immer noch in der Location? Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Exit. Ja, Exit. Das war jetzt aber nicht Spring Barney, oder? Warte mal. Lass mich nur mal kurz ein bisschen durchcyclen. Also, ja, wir haben jetzt das Exit. Erschöpfung, da klar, so ein bisschen was von der Location. Da haben wir Chica noch mal kurz gesehen. Und ich glaube, es war ganz kurz Pappe zu sehen. Ganz kurz, ganz kurz. Das müsste dann der Moment sein, wenn Freddy neben der Tür steht und sein Lied spielt, wenn der Strom all ist. Das müsste der Moment sein. Ja, das war der Moment. Du hast ganz kurz die Melodie gehört und da ist... Alter, das ist Puppet. Aber Puppet kam doch im FNAF 1... Also, er war kein Gegner FNAF 1. Er war ein Gegner FNAF 2. Aber wollen sie jetzt Puppet in... Ich muss gerade echt mit der Geschichte bei FNAF 1 ein bisschen überlegen, auch bei den ganzen Cutscenes und alles, ob Puppet da vorkam oder in der Rückblende als das erste Kind. Ihr wisst schon, da ist ja was passiert. Da ist an der Hallway, also es sieht echt verdammt nice aus. Und das wahrscheinlich, wenn du in die Kameras reinschaust und die da mal zu dir schauen. Das gibt's ja im Original FNAF auch. Und ich frag mich, ob es den Moment auch noch gibt im Remake. Wenn du in Parts and Services schaust, ich glaube Parts and Services war es, und Barney steht da, dass er direkt sein Gesicht in der Kamera hat. Ich frage mich, ob es den Moment da noch gibt. Das ist der Jumpscare. Weil du hast ganz kurz gehört, also die nehmen noch den klassischen Jumpscare-Sound her. Ach, dann steht sogar eine Showtime dann bei, oder was, neben Foxy. Das war nämlich vorher auch nicht so im Original. Das können, ich weiß nicht, ist das Chica? Ist das so, Chica gerade am Angreifen ist? Weil es sind jetzt so viele Schnipsel an Informationen. Okay, da kam da nichts mehr. Lass mal kurz nochmal durchzappen. Ja, das waren so viele Schnipsele. Ja, das war nämlich... Wow. Ich muss das mal ganz kurz auf Wiedergabeschwindigkeit 0,25 machen. So. Ja, das ist der... Das ist Freddy. Warte, ich mach's kurz leise für euch, dass es nicht so schlimm ist. Da ist Puppet. Da ist der Exit.
Da sind die drei Animatronics, wenn du auf die Kamera schaust. Da ist der Freddy Jumpscare. Ich glaube, sonst ist da nicht viel an Informationen. Das könnte Chica sein. Oh, eine kaputte Uhr. Haben wir da überhaupt so eine Uhr im Original gehabt? Ah, das habe ich ganz übersehen. Das ist wahrscheinlich der Bunny Jumpscare, wenn er links reinkommt. Also wenn du die Kameras hochzogen hast, er steht schon im Office und du fährst die Kamera wieder runter. Dann ist das der Bunny Jumpscare. Oh wow. Da ist Puppet mal ganz nah. Also ist Puppet definitiv ein Gegner in FNAF Plus? Ich könnte es mir vorstellen. Und es sieht halt jetzt viel, viel menschlicher aus. Allein so von der Maske her. Das sieht halt schon krank aus. Und ich glaube, sonst habe ich nichts mehr da drinne im Video, was wichtig wäre. Falls ihr was vergessen habt, mir bitte natürlich in die Kommentare schreiben. Dann haben wir natürlich die Bilder hier noch, was der Entwickler auf Twitter teilt hat. Also man merkt schon, es ist ein deutlicher Unterschied von Original zu Plus, also zum Remake, Reimagine, FNAF, wie man es nennen will. Wie man es callen will, wollte ich schon sagen. Das sieht echt sehr nice aus. Und da schaut euch nochmal das an. Also ich sag mal vom Gruselfaktor her. Bonnie, Chica, Freddy. Bonnie finde ich sie von allen drei irgendwie... Wobei, es ist schwierig zwischen Bonnie und Chica, weil beide sehen ziemlich krass aus. Also da, auf das bin ich echt schon gespannt. Und da ist die... kaputte Uhr? Ich glaube, im Original haben wir so eine Uhr nie gehabt. Aber sieht sehr interessant aus. Und da ist nochmal die Plush. Alle natürlich mit Lautsprecherfunktion. Bisher gibt es ja noch kein Release-Datum zu FNAF Plus. Das wurde, glaube ich, letztes Jahr angekündigt. Ich bin mal gespannt, ob es dies herauskommt und ob es vorher eine Demo gibt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Remake haltet. Es sieht verdammt geil aus und ich hoffe, das kommt sehr, sehr bald raus. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedankt mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.